Hallo Welt, da sind wir wieder hier auf dem Gorge-Schrottplatz. Oder wie ich gerne sage, George-Schrottplatz. Und unsere Sachen werden gerade inspiziert. Ich hoffe, wir haben alles richtig gebaut. Naja, die brauchen Strom, aber dann werden sie funktionieren, denke ich. Und wir haben unterwegs immer welche, die alle gerade sind, auf einer Fläche. Und ich hoffe, die kann man dann immer überall aufbauen. Schon weg. Schade. Wir können auch Fotos machen, aber... habe ich jetzt gar nicht dran gedacht erst. Ja, einen brauchen wir noch davon. Einmal Wasser noch. Aha, wir brauchen eine Schraube. Ich habe immer noch nicht rausgefunden, welches... Ah, winkt. Können wir auch winken. War das der Abschiedswunk oder Wink oder... Ach, Schrauben. Ach, Kristallscherben und Rohgummi immerhin. Wir haben keine Schrauben. Ach, vielleicht haben wir da drin einen Tischventilator. Im Toaster sind keine Schrauben, soweit ich weiß. Na egal, wir nehmen das jetzt mit alles und verschrotten das. Können wir vielleicht hier drin irgendwas verschrotten? Irgendwas, wo Schrauben drin sind? Okay, Federung und Stahl. Okay, vielleicht haben wir da was in den anderen Siedlungen übersehen. Aha, den Tisch. Den können wir verschrotten. Den Fernseher. Gartentisch für Stahl. Ach so, Moment. Man kann das verschrotten und dann könnte man hier drin irgendwas bauen. Ja, und wie geht das mit den Blaupausen? Ja, da muss man das mitten in den Raum bauen und dann kann man das immer reindrehen. Ja, okay. Und hier draußen kann man auch irgendwas bauen und...
Die Karosserien, die kann man nur so verschrotten, da bekommt man nichts für. Aha. Echt jetzt? Haha! Schraube gefunden. Das letzte Teil. Rein damit. Moment. Was? Haben wir nicht gerade gesagt, es kostet. Uns fehlt eine Schraube? Jetzt fehlen uns noch zwei. Wir haben zwei. Was haben wir? Irgendwas repariert? Ja, ich glaube manchmal. Glaube ich mir selber nicht, was ich da so sehe. Also, wenn ich könnte, würde ich hier schon mal ein Tuch überlegen. Zum Beispiel. Oder ihn verbuddeln, verscharren auf dem Schrottplatz hier. Da ist doch genug Platz. Können wir nur entfernen, so ein paar Sachen. Ich überlege gerade, welchen Sinn das ergibt, diese Sachen hier zu entfernen. Ist da drunter irgendwas? Wir können es ja mal machen, oder? Ja, lieber nicht. Das läuft gerade stabil, also wir sind lange nicht rausgeflogen. Vielleicht... Wir sehen doch, was da drunter ist. Da ist doch nichts drunter. Was sollten wir denn hier bauen wollen auf so einem komischen Hügel? Vielleicht sind die generell immer zu entfernen, diese Modelle. Ja, das wird sein. Ich muss sagen, ich habe ein ungutes Gefühl für die Geschichte mit dem Handel. Ich überlege zwischendurch immer, was kann man den Leuten denn so anbieten? Und ich habe gerade überlegt, oh, wir haben ja den Kryolator, den könnten wir jemanden anbieten. Das
Das Miese daran ist, dass der ja eine bestimmte Stufe hat hier. Und wenn da jemand ist, wie wir, wo ist er denn? Hier. Stufe 25. Wenn da jetzt jemand auf Stufe, sagen wir mal Stufe 10 ist, oder 15 meinetwegen, 17 oder so, und der nimmt den dankend an, denn man kommt ja nicht so schnell vielleicht am Anfang an so ein Ding und freut sich über eine gute Waffe, dann schleppt man den die ganze Zeit rum und der wiegt ja 15 Pfund. Das ist immer mit dem Gewicht, das ist immer so eine Sache. Auch wenn man, sogar wenn man Rezepte verschenkt, da mache ich mir auch Gedanken. Die wiegen ja auch. Und am Ende wird man die nie wieder los. Und wenn das so jemand ist wie ich, der nichts wegwerfen kann. Naja, man sieht ja, wie wir jetzt das Zeug loswerden, indem wir bauen, 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 bauen. Einlagern, wenn es gut ist. Naja, wann machen wir mal irgendwas, was wir nicht einlagern können? Eigentlich. Ja, doch, wir haben schon Sachen abgerissen, doch, doch. Das sind vielleicht die zerstörbaren Sachen. So, und das sind bewegliche Sachen hier alles. Ich steig da nicht so ganz hinter, wie das lübt. Hier. Wah, wir können das bauen. Wo haben wir denn jetzt eine Schraube noch her? Egal, wir bauen das. Das erinnert mich an Fallout 4, jetzt schon mit dem Wasser wieder. Ach, da steht's. Okay. So, schnell eine Blaupause. Die sind da drauf, tatsächlich. Nennen wir das erstmal weiterhin Gartentest. Und versuchen wir jetzt, diese Sachen hier abzureißen? Aha. Die sind also verbunden damit. Ja, muss man ja wissen. Ja, dann hätten wir das nicht abreißen sollen. Haben wir das jetzt eingelagert, oder gerade? Ja. Ja, das ist so dieses Puzzlespiel aus Fallout 4. Hey, Moment, aber so geht das. Das ist aber falsch rum.
geht ja jetzt nur um die Höhe. Das ist jetzt aber etwas höher als die anderen hier. Wo ist es hin? Ich glaube, ich habe es zerstört. Aus Versehen. Ah, ja. Ja, das kann nicht sein. Wenn ich es zerstört hätte, dann hätten wir ja wenigstens die Hälfte rauskriegen müssen. Also Schrauben. Ich weiß nicht, wo ist denn das geblieben? Ich habe... Nee, da sind alle Schrauben weg. Ja, das ist ja ein Ding. Wo hatten wir gerade die Schrauben her? Also ich möchte mein Haus wieder aufbauen. Ich finde das hier jetzt Probestelle hin oder her. Das sieht hier alles aus wie... Ich möchte mal was Schönes sehen. Mein Haus. Sollen wir noch mal versuchen, das da unten aufzubauen? Ja, das geht wegen der Kiste nicht. Die Kiste fliegt in der Luft und... Das bekommt man nicht mehr hingebaut. Ich glaube, jetzt haben wir für die Sachen das... Hier ist das Haus. Dafür haben wir jetzt sowieso nicht genug. Ja, okay, das kann man ja in Kauf nehmen, wenn es etwas länger dauert, dass es geladen wird. 13 Schrauben bräuchten wir. Na egal. Ja, egal. Ah, hatten wir das nicht wieder auf? Ach so, ja, das war auf einmal weg. Aha, ja. Aber wir können das ja alles nochmal einreißen und... Und nochmal aufbauen. Dann müssten wir das aber alles einlagern. Ich weiß nicht, wo das gerade geblieben ist. Ich meine, ich habe nur die Tab-Taste gedrückt.
Dann müsste das ja gelagert sein. Vielleicht sehen wir das nur nicht, wo das ist hier. Also das finde ich schon mal gut, dass man die Mutabären als Baum einlagern kann. Und dann hat man sie für immer. Das gefällt mir. Also die verderben nicht scheinbar dann. Die haben wir ja schon ganz schön lange hier drin und die haben keinen Ich-verderbe-gleich-Balken. Nein, das ist irgendwie nicht hier drin. Nicht eingelagert. Ja, ich merkte schon, wir kommen irgendwie hier gerade gar nicht weiter. Ich dachte, wir könnten jetzt schon wieder ein Beuteltier sein. Das kam mir gerade so hoch vor, wie wir gesprungen sind da. Wir können ja erstmal hier so ein... Ja, genau. Irgendwie so ein Ding können wir doch abreißen hier. Da bekommen wir aber nur zwei Schrauben raus. Ach, ehrlich? Da bekommen wir überhaupt gar keine Schraube raus. Was machen die mit den Schrauben hier? Seit, weiß ich nicht, bestimmt seit 50 Folgen oder so sind wir auf der Suche nach Schrauben. Immer fehlen uns Schrauben und seht ihr das? Wir können ihn verwerten, bekommen aber die Schrauben nicht zurück. Die Schrauben bekommt man nicht zurück, die gehen kaputt. Wir bekommen diesen Stahlschrott wieder. Das Zeug, was sich in unserem Inventar immer mehr anhäuft, das ist doch nicht so richtig, oder? Und das ist viel zu viel Schrott. Von unnötigem Schrott, den verbraucht man ja gar nicht. Oder braucht man das irgendwann für irgendwas? Für Lasergeschütze vielleicht? Keramikschrott. Und das hier, schwarzes Titan. Da weiß ich auch noch nicht so genau, wofür wir das brauchen. Aber das kommt wahrscheinlich noch und dann wird es sehr selten sein. Glaube ich.
Das geht aber schnell mit dem Titan. Ja, nutzt ja nichts. In dieser Folge werden wir keine Schraube mehr finden. Aber vielleicht in der nächsten? Das da hinten scheint ein Haus zu sein. Da können wir mal gucken. Ich bedanke mich an dieser Stelle für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Daumen hoch für euch, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.